Hallo und herzlich willkommen zum Content Patch 6.2 Overview. Mein Name ist Blackridge und mit dabei ist der Gendu Ikari. Hallo, hallo. Servus. Ja, wir haben heute den Patch 6.2 im Überblick für euch und ihr werdet wahrscheinlich jetzt schon sehen, dass es ziemlich lange geht, aber lasst euch davon nicht abschrecken, denn ihr seht genau jetzt schon das Bild mit den jeweiligen Timestamps im Hintergrund. Das heißt, ihr könnt da einfach raufklicken, was ihr wollt. Die Reihenfolge ist hier der Tannen-Dschungel, dann die Höllenfeuer-Zitadelle, Raids bzw. und die Dungeons, die neuen, die Time Walker und was da nicht alles so ist. Dann haben wir die Pets, Mounts und Spielzeuge. Danach haben wir die Garnison, dann gehen wir rüber zum PvP, die Berufe, Patch Notes, Wissenswertes und Sonstiges. Das heißt, wenn ihr da einfach irgendwo reingucken wollt und euch dafür interessiert, dann klickt einfach darauf. Ob das jetzt PvP oder Pets sind, dann klickt einfach dahin, dann müsst ihr nicht bis dahin warten. Und dasselbe ist auch nochmal in der Videobeschreibung. Und ja, es ist auf jeden Fall ziemlich viel, denke ich. Wir fangen aber mit dem Tana-Jungle an. Das heißt, wie kommen wir da hin? Was ist überhaupt da? Fruchtfraktionen, vielleicht schon ein bisschen was zum Raid, dann später die Überleitung und so weiter und so fort. Und ja, das Ganze werde ich dann gleich machen. Wir werden uns hier ein bisschen abwechseln. Der Gendu wird sich dann so ein bisschen um die Raids kümmern, aber das ist eigentlich völlig Latte. Und ja, ganz zum Schluss im Wissenswertes und Sonstiges gehen wir dann nochmal so ein bisschen ja auf das ein, was vielleicht wichtig ist. Wie kriegen wir Ruf bei den Fraktionen und sowas alles? Also da werden wir uns dann später mit ein bisschen befassen. Eine grobe Zusammenfassung. Ansonsten werden wir auch nochmal zu jedem Thema unsere eigene Meinung kundtun, was wir davon halten und so weiter und so fort. Aber fangen wir jetzt erstmal mit dem Tanan Jungle an. Wie kommen wir da hin und ja, was geht da überhaupt ab, mehr oder weniger? Dip, 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 dip. Genau, und zwar, wir fangen in dem neuen Content an. In unserer Garnison haben wir eine kleine Quest, wo wir ja mehr oder weniger dazu beauftragt werden, einen Ork aus den Iron Docks, Englisch, zu holen, zu befreien. Und das dauert auch gar nicht so lange, da hatte ich sogar das Gefühl, auf dem PTR, vielleicht dauert es ein bisschen länger, aber ich denke mal, mit den jeweiligen Gear, was wir jetzt haben, wird das jetzt nicht so lange dauern. Auf jeden Fall, ja, baut der gute Herr dann uns die Schiffswerft für ein paar Ressourcen. Das heißt, 150 Garnisonsressourcen und 150 Gold. Und dann ist das Ding auch fertig. Man sieht jetzt hier auch noch nicht so richtig laut den offiziellen Patch Notes, wie lange das dauert, aber ich denke mal, so eine Viertelstunde wird das ungefähr dauern. Und dann werden wir auch, ja, mehr oder weniger damit beauftragt, uns ein Schiff zu bauen, was dann auch nochmal ein bisschen Garnisonsressourcen kostet, um genau zu sein, 150. Und dann werden wir auch schon mehr oder weniger rübergeschickt zum Talan Jungle, wo wir ein bisschen questen müssen, wo wir auf die ersten Fraktionen treffen. Aber wir gehen erstmal dazu über, was ist überhaupt im Talan Jungle so alles da. Also den Tunnel Jungle können wir aus der Eröffnungsreihe von Warlords of Draenor, da das dunkle Portal auf der rechten Seite, wenn ihr euch erinnern könnt, der einzigste Gebiet, was wir damals freigequestet haben. Und wir werden bei der Eisernen Front starten. Dort wird es auch schon ein kleines Questgebiet geben mit, ich sag mal, so einer Art Daily, wo man halt Apexis-Kristalle und ein bisschen Öl kriegt für seine ersten Schiffe dann im späteren Verlauf und wird dann halt so ein bisschen auch umhergeschickt, ja, Spionage, Leute befragen bei den Ruinen von Kranak oder beim Tempel von Sona. Und dann wird es halt später weitergehen zu Volmar für die Horde, beziehungsweise zur Löwenwacht für die Allianz. Und ganz in der Mitte haben wir dann noch natürlich den neuen Raid, die Höllenfeuer-Zitadelle. Genau, und da sind auf jeden Fall ziemlich viele Schätze verbaut, da sind auf jeden Fall ziemlich viele Rare-Mobs zu haben und auch ziemlich viel zu erkunden. Qi'Jains Thron ist ja zum Beispiel mit einer der wichtigsten Orte, vielleicht später im Verlauf, weil da ist auch der neue World Boss. Wie hieß er? Kazakh? Dummler Kazak. Genau. Der gleiche wie Und in Burning Crusade. richtig. Und da ist auf jeden Fall viel, viel zu machen. Wir gehen jetzt auch nicht so großartig drauf ein, wie man da hinkommt, weil es geht alles echt relativ fix. Ich denke mal, die wirklich langsamen Leute werden so 1, 2 Stunden brauchen, um dann später im Tannen-Jungle zu sein. Aber das Wichtigste ist vielleicht, ohne diese Werft, ohne dass ihr in den Tannen-Jungle segelt, könnt ihr halt nichts im Tannen-Dschungel machen. Also das ist sozusagen die Pre-Quest für den Tannen-Dschungel.
Und auf dem PTR gab es noch so eine kleine Äußerung, ich weiß nicht, ob du da mehr drüber weißt, dass man ohne diese Tana Jungle Prequest auch gar nicht raiden kann. Weißt du was darüber? Nicht genau. Ja, ist klar, dass du nicht raiden kannst, weil Normal Mode und HC und Mythic, du musst ja zum Eingang. Dementsprechend kommst du da nicht hin. Ja, es hieß wohl auch, wenn du die Prequest jetzt um den Tana Jungle nicht machst, dass du eben auch gar nicht von einem Hexer oder so herangeportet werden kannst. Und das ist halt irgendwie schon ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wie das im Nachhinein aussieht. Wenn es so ist, dann ist es auf jeden Fall vielleicht eine blöde Sache. Aber eigentlich auch irgendwo wieder was Gutes, weil Prequests wurden sich ja mal gewünscht irgendwie, ne? Ja, Tumens. Aber, ja, Tumens kann man das nicht nennen. Aber es ist gut, dass Blizzard das macht, einfach damit die Leute den Content sehen. Genau. Auf jeden Fall haben wir, wie schon gesagt, auch ein paar Fraktionen da, die wir ja, ruffarmen können, was auch ein bisschen, ja, ich sag mal, Vorteile hat für den einen oder anderen. Bei der Allianz haben wir da die reine Fraktion Hand des Propheten, bei der Horde haben wir da die reine Fraktion Vol'jins Kopfjäger, jeweils bei der jeweiligen, ja, ich sag mal, Außenposten. Die, wie nennt sich das? Unparteiischen Fraktionen wären der Orden der Erwachten und die Säbelzahnpirscher für Allianz und Horde, die dann ihr schon früh genug beim, ja, ich sag mal, Prequesten sehen werdet im Tana Jungle. Wenn ihr euch da so ein bisschen auskundschaftet mit diesen Spielberichten und so weiter, dann kommt ihr da früher oder später hin. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, es gibt da auf jeden Fall ziemlich nette Sachen, wie zum Beispiel für die Schiffswerft ein paar, ja, ich sag mal, Blueprints für die Schiffe, Verbesserungen für die Schiffe. Es gibt auch Teleporter zu den Rare Mobs. Es gibt neue Mounts und Pets, auf die wir auch noch später ein bisschen eingehen werden. Und ja, auf jeden Fall vieles mehr Wappenröcke und was man nicht so alles von den Fraktionen so kennt. Und ja, ich glaube, das war es eigentlich auch schon wieder halbwegs zum Tana Dschungel, weil es ist eigentlich gar nicht so viel. Klar, es gibt ziemlich viele Dailies und ziemlich viel zu erkunden, ziemlich viele Schätze. Aber der Weg dahin und was da jetzt ist und ja, wie man da hinkommt, haben wir jetzt eigentlich schon so großartig beleuchtet oder hättest du noch irgendetwas da hinzuzufügen? Ja, man hat halt wieder eine Garnisonskampagne wie bei der normalen Garnison und halt mehr oder weniger ein Questinggebiet. Erinnert mich sehr an die zeitlose Insel, wenn ich ehrlich bin, aber naja. Ja, Draenor ist eine große zeitlose Insel. Ja. Grinden, was das Zeug hält. Genau. Ja, wir beide waren auf dem PTR und ja, jetzt gehen wir mal so ein bisschen auf unsere persönliche Meinung über. Ich finde das Gebiet vom Optischen sehr, sehr schön. Oh ja, oh ja. Es ist auf jeden Fall sehenswert. Man hat auf jeden Fall ein bisschen Abwechslung. Ist das halt so der Punkt, wie, ich sag mal, das heutige Höhenfeuer-Halbinsel mehr oder weniger entstanden ist durch die Korruption von Gul'dans, verderbtem Blut und so eine Scheiße. Das sieht man hier auch schon so ein bisschen anfangen. Finde ich eigentlich echt eine gute Idee. Und ja, auch der Qi'Jains Thron war ja natürlich irgendwo klar, dass er wieder mit dabei sein muss. Und ja, und so vom, ich sag mal, jetzt Questing her, ich fand es halt ein bisschen wenig. Man muss gucken, was da noch hinzukommt, jetzt von der normalen Questline-Storyline her. Von den Dailies fand ich es okay. Manche dauern ein bisschen da, weiß ich nicht, 103 Szene zu farmen oder was auch immer, aber es ist auf jeden Fall okay. Und ja, man sieht halt auch schon von fast jedem Ort die Höllenfeuer-Zitadelle, was auf jeden Fall recht cool ist, finde ich. Und ja, es sind halt ziemlich viele Orks, aber auch andere Wesen vor Ort. Also meine Meinung ist, dass sie eigentlich eine gute Lösung mit dem Gebiet gefunden haben. Es ist abwechslungsreich für die ersten paar Wochen. Und ja, man muss einfach sehen, wie sich das da entwickelt. Ja, ich fand die Einführungsquests passend. Ist jetzt nicht irgendwas, was mich vom Hocker haut. Die Garnisonskampagne, was ich soweit gespielt habe, fand ich gut. Also die war nicht so schlecht. Ja, Baileys. Grinden. Wer das nicht mag, der wird Probleme haben mit dem Tarnan-Jungle, aber Leute, die gern grinden, die
gern questen, die gern Dailies machen, die werden da sicher ihren Spaß haben. Ich finde das Gameplay auch gut, was man hat mit diesem Slime, mehr oder weniger, mit diesem Fell-Slime, oder wie das heißt, was im Prinzip einen Debuff gibt, der den Schaden, den man bekommt, erhöht, aber auch den Schaden, den man austeilt, erhöht. Das ist, ja, halt mal ein bisschen anderes Gameplay, einfach riskanter spielen, um dafür belohnt zu werden, damit man die Dailies schneller macht. Ja, Es der ist Bruder halt. von Kill Jaden haben wir in der Cinematic gesehen, war klar, dass der dabei ist. Sollte ich nicht unterbrechen, sorry. Kein Problem. Es ist halt ähnlich, wie, was du jetzt gerade meintest mit dem Buff wie mit den Fröschen auf der zeitlosen Insel. Ja, Ne? ja. Du solltest halt nicht mehr als 9 haben, weil mit 10 stirbst du instant. Aber bei den Fröschen war es halt auch so, dass du nur Damage bekommen hast und nicht irgendwie einen Buff dazu noch bekommen hast. Das haben sie hier halt noch ein bisschen anders gelöst. Das heißt, du sammelst dir 9 Buffs mit deinem Pet auch und dann geht's los. Dann solltest du halt keinen 10. sammeln, man muss dann gucken, wie lange der hält. Weißt du da irgendwas drüber, wie lange der hält? 10 Minuten? Ja, das ist doch schon ganz gut. Wenn es mich jetzt nicht täuscht. Ja, sicher, 10 Minuten. Genau, theoretisch kann man sich auch noch ein paar Buffs aus anderen Gebieten holen. Ich hatte letztens so ein paar Spielberichte gemacht, wo auch Buffs für 10 Minuten sind. So mit Tempo und Bewegungsgeschwindigkeit kann man sich theoretisch auch noch vorher holen. Dann kann man da auch noch ein bisschen schneller unterwegs sein. Ja. Ich finde das auf jeden Fall auch eine gute Lösung, endlich mal wieder ein bisschen was zu tun. Also mir war das ein bisschen zu wenig, Dailies, aber gut, das muss halt jeder für sich entscheiden, wie du schon sagtest. Die Leute, die das ein bisschen stört, das Grinden und Questen, die haben da auf jeden Fall ein Problem. Weil es wird wieder so ein bisschen in die Richtung der Dailies gehen, was ich echt nicht schlecht finde, weil nur in der Garni rumstehen, das ist halt echt für eine. Ah, Entschuldigung. Ja, zumindest bekommen sie die Leute auf andere Wegen wieder raus, aber das darüber werden wir, glaube ich, eh noch später reden. Genau. Ja, so langsam kommen wir dann auch schon zum nächsten Teil der Höhlenführer-Zitadelle beziehungsweise den Dungeons. Darum wirst du dich ein bisschen kümmern. So die wichtigsten Fakten zum Raid, so ein bisschen vielleicht das Aussehen, was du davon hältst, die Bosse auf jeden Fall, Bonuswährung und ja, was da so alles drin ist in dem Ganzen. Viel Spaß dabei und hoffe, dass du das genauso hinkriegst wie ich. Ja, die Höllenfeuer-Zitadelle, unser neuer Raid, in dem wir uns rumknödeln werden mit Patch 6.2. Vom ersten Eindruck her habe ich mir erstmal gedacht, was ist das? Dann habe ich es mir am PTA angesehen und ich muss sagen, der Raid ist klasse. Also, es sind Bosse dabei, sie sind abwechslungsreich, das kann man so sagen. Es sind natürlich Bosse dabei, wo man sich nur denkt, warum? Hust, Hust, Teufelslord, das ist einfach drauf bomben wie sonst was. Was ich wirklich toll gefunden habe, ist Manoroth. Der Fight macht mir ziemlich Spaß, der ist ziemlich geil. Wo der dann wieder rauskommt von seinem Skelett. Weil ich schon auf Manoroth angespielt habe, wir haben 13 Bosse. Und zwar den Höllenfeuerangriff, den Eisernen Häscher, den Hohen Rat des Höllenfeuers. Cormog, nicht mit Cromog zu verwechseln aus BAF. Das ist auch so ein Magnaron, bisschen kleiner. Dann haben wir Kilrog, Warlord, den haben wir nur kurz am Anfang gesehen. Dann Blutschatten, das ist Charon Blutschatten, den wir in Auchentum besiegt haben. Also besiegt haben, er ist runtergesprungen, der hat ein bisschen zugenommen. Dann haben wir Schattenfürst Iskar, das ist ein Arakor, Teufelslord Zakun, Tul Horak, danke für den Namen Blizzard, der wird wieder toll, Sokretar der Ewige, Vel'Hari die Tyrannin, Manoroth und Achimond. Das Gear im Raid wird anders sein als sonst, nicht mit einer stabilen Itemstufe durch den Raid durch, sondern es wird mehr oder weniger gesplittet. Den ersten, also ich glaube, die ersten 4 oder 5 Bosse hat man 695, das steigt sich dann immer hoch auf 705. Im Heroischen fängt es mit 710 an und in Mythic mit 725. Und es steigert sich dann hoch und Achimond selbst droppt dann die höchste
Itemstufe, die es gibt. Der lässt dann auch wieder Mounts fallen und gassenspezifische Trinkets, die ich mir zwar schon angesehen habe, aber teilweise gut und teilweise nicht so toll finde. Es ist halt Ansichtssache und es wird sich erst wirklich rausstellen, wenn die Top-Gilden dann dort sind, wie die Trinkets wirklich sind, wie sie sich angepasst haben. Im Prinzip ist wieder das gleiche wie mit BAF und Hochfels. Man bekommt natürlich wieder Raid-Missionen. Die bekommt man über die Schiffswerft. Ja. Dann haben wir außerhalb vom Raid noch die neuen Dungeons. Einmal die. Die Bonuswährung noch dazu, vielleicht, es gibt eine neue Ja, Bonuswährung. ja. Es gibt eine neue Bonuswährung, das. Und die alte ist dann unbegrenzt und die kann man sich dann auch so einfach holen. Und Genau, die halt neue zum Nachfüllen. Bonuswährung gibt es wie die alte in Ashran, gibt dann wieder nur begrenzt davon. Aber die kannst du dir halt genauso kaufen wie jetzt die alten, sind halt eine neue Bonuswährung. Das heißt, du kannst nicht mit den BAF-Tokens, mit der BAF-Währung nach nach Helfer Citadel gehen, sondern du brauchst die neue, um da deine Ja, so wie halt schon Loots zu bekommen. im OP. Und ansonsten gibt es auch noch, glaube ich, ein anderes Loot, oder das Loot-System wird ein bisschen angepasst. Das heißt, der Personal Loot soll ein bisschen, ja, ich sag mal, cooler werden. Da soll er genauso viel droppen wie mit, ich sag mal, 15 Leuten im Normal Mode, also flexibel, Ja, aber es halt soll irgendwie so öfter nicht was mehr droppen darüber mit dem. hinaus, habe ich so irgendwie gelesen. Ja, es soll öfter was droppen, um dem gegenzusteuern, dass man die Items nicht handeln kann. Genau, und Deswegen dann soll einfach das. öfter was droppen. Es ist auf jeden Fall was Positives und Negatives daran, weil wenn das stimmt, dass nicht mehr als drei droppen, ist es auf jeden Fall was Negatives. Das Positive wäre daran, dass es eine Aufwertung gibt. Wie sich die herausstellt, ob das dann Warforged ist oder mit Socke oder mit Bonus hat, das weiß man noch nicht. Das wird sich dann herausstellen, wie das dann Ganze läuft. Aber wir als, ich sag mal jetzt, Entbehrlichen, werden dann uns das mal angucken mit dem Personal Loot in den ersten 2 Wochen, denke ich mal. Und wenn das nichts ist, dann steigen wir wieder auf den normalen Loot um. Aber wir wollen uns das auf jeden Fall mal angucken, wie das so aussieht. Bei mir in einer Raid wurden wir auch so. Es ist auf jeden Fall wieder dasselbe, wenn einer was doppelt kriegt, kann das halt nicht handeln. Das ist halt das Blöde am Personal. Aber wir wollen uns das auf jeden Fall angucken. Ja. Weitermachen mit Dungeons. Ja, die Entschuldigung. Dungeons. Einmal die Timewalker Dungeons oder Zeitwanderer heißen sie auf Deutsch. Und einmal die Mythic Dungeons. Mythic Dungeons sind ja, im Prinzip heroische Dungeons. Mit, also wo die Bosse ein bisschen auf Crack sind, die machen einfach ein bisschen mehr Schaden und haben mehr Leben. Es kommt, glaube ich, eine Bonusmechanik dazu pro Boss, ist jetzt aber nicht wirklich was Weltenbewegendes. Es wird nicht wirklich schwerer dadurch. Es ist halt Mythic Dungeons, es kann bis 700er Itemstufe droppen. Und Zeitwanderer Dungeons sind einfach da. Du wirst zurückskaliert auf Item-Level von Wrath of the Lich King oder Burning Crusade und kannst diese Inis nochmal machen, so wie sie gedacht waren, mehr oder weniger. Auch angenehm Loot, aber leider meines Erachtens noch immer zu wenig, weil es sollte beides meiner Meinung nach über LFR liegen, aber das geht schon eher dann in unser Endthema mit Wissenswertes rein. Dann haben wir noch zu guter Letzt die Ausrüstung? Neue Tiersets natürlich, spezifischen Schmuckstücke und die Items aus dem Tannern Jungle, die man aufwerten kann auf 695. Dazu ist gesagt, diese Items droppen von Rare Mobs beim ersten Mal töten zu 100% und dann immer mit einer Chance. Können Brocken beim Aufmachen, dass die sofort 695 sind. Oder man kann sie aufwerten. Mit 20.000 Apexis-Kristallen kann man sich dann was kaufen und dann kann man alles aufwerten auf 695. Deswegen auch, wer grinden will, hat viele Twinks mit 695 Item-Gear. Ja, Erbstücke kommen neue dazu. Ist im
Prinzip wieder gleich war zu erwarten. Lightforge heißen die. Das sind einfach Hosen, glatte Hosen, glatte Stiefel, einfach alles einmal durch. Ja. Zu den Boni werden wir, glaube ich, später kommen. Und dann bist du wieder dran, Blacky. Ja, du hast, glaube ich, noch ein bisschen was vergessen. Dafür bin ich wieder da. Und zwar bei dem mystischen Dungeon ist es halt sehr, sehr wichtig. Du kannst ihn nur einmal pro Woche besuchen, ähnlich wie die Raids. Danach haben Ja, die ja. Abklingzeit für eine Woche. Und das Wichtigste ist, dass du da nicht halt, ja, hey, ich mache jetzt einfach mal eine Premade-Gruppe auf und suche den Rest übers Tool, sondern die haben das so angekündigt, dass die mythischen Dungeons wohl nur mit einer vorgefertigten Gruppe gehen. Also das heißt, man muss wieder im Herald Channel fragen für mystische Dungeons. Bei den Time Walker ist das nicht so, da kann man sich einfach über das Tool anmelden oder halt sich eine Gruppe bauen über das Tool. Und bei den Time Walker Dungeons sind momentan zwei, ja, ich sag mal, Addons offen, mit ein paar ja, Instanzen. Aus Burning Crusade haben wir da die Akatras, den Schwarzen Morast, die Mana Grove, die zerschmetterten Hallen und die Sklavenunterkünfte. Und aus West of the Lich King haben wir Anka Het, Gundrakein, der Blitze, der Nexus und Turm Utgarde. Mal schauen, ob da noch was dazukommt. Und ja, du hast ja schon gesagt, dass mit dem Loot bei den mystischen Dungeons droppt halt 685 von den normalen Bossen und beim Endboss besteht halt die Chance auf 700. Also war das schon im Prinzip richtig. Und jeder Boss in den mythischen Dungeon gibt euch die Möglichkeit auf einen Bonuswurf. Ja, dafür werden aber auch die neuen Bonusmarken aus dem neuen Patch benötigt. Also entweder benutzt du die halt für die Dungeons oder halt für einen Raid, ne? Und ja, die Time Walker Dungeons, wie du schon gesagt hast, du wirst halt zurückskaliert auf das jeweilige Level. Ist ein bisschen langweilig, aber dazu vielleicht jetzt gerade zu Burning Crusade. Du kannst auch wieder mit den Twin Blades reinrennen, das wird alles skaliert, das ist dann echt geil. Da kann man sie dann wieder Und benutzen, ja. da kannst du die wieder benutzen, macht auch echt Fun da. Und ja, ansonsten, ich fand das jetzt von dem her, was ich da gesehen habe, jetzt nicht so anspruchsvoll. Ich habe mir die mythischen Dinger nicht angeguckt, aber die Time Walker fand ich jetzt sehr langweilig. Irgendwie halt die Set-Bonis zum Beispiel von T17 oder T18 sind ja trotzdem mit drin und die werden halt einfach nicht rausgenommen, weil das wird halt noch mit reingepatcht, dass die mit rausgenommen werden. Muss man sich angucken, wie das dann im Nachhinein läuft. Aber das erstmal so zum Wichtigsten für die Dungeons und Raids, denke ich mal, haben wir alles. Ja, dann bist du wieder. Dann bin ich wieder dran. Ja, Reittiere, Haustiere und Spielzeuge. Und vielleicht noch ein paar Neuerungen zum Haustierkampf. Wie wir alle wissen, es gibt vieles Neues zu ergattern: Spielzeuge, Mounts und Haustiere, alles größtenteils aus dem Tana-Jungle. Ich gehe jetzt nicht auf alles ein, aber so ein bisschen was gibt es hier zum Beispiel. Muss ich erstmal durchgucken. Ja, Mounts gibt es natürlich wieder. Ja, Spielzeuge. Ja, gut, das meiste ist halt hier aus den Schatztruhen, die im Tanner-Dschungel versteckt sind. Oder halt eintauschbar beim Garnisonshändler, beim Haustierhändler für Haustierglücksbringer und sowas alles, ne? Da gibt es halt Verschönerungen und ja, so, weiß ich nicht, halt, was halt so die Spielzeuge sind, ne? Nutzt es und du hast was dafür. Auch ein paar, glaube ich, Aufwertungen, ja. Folge dem Pfad der Manari, irgendwelchen totalen Nonsens, aber wer das haben möchte, bitteschön. Dann gibt es natürlich auch noch neue Haustiere, die man sich größtenteils kaufen kann, zum Beispiel bei dem Haustierhändler für ja, Haustierglücksbringer. Es gibt natürlich auch welche im Tannendschungel, einen zum Beispiel hier über eine Questline und die andere gibt es hier über ja, Herausforderungen im Tannendschungel, legendäre Herausforderungen, was auch immer. Ja, da gibt es auf jeden Fall ein paar nette neue Pets. So eine Flussbestie, glaube ich, hier, eine Krabbe, ja, Blobs halt, ne, was alles so im Tannendschungel rumrennt. Und natürlich neue Mounts. Da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele. Und zwar haben wir da in der Reihenfolge den Annihilator, der nur beim Mystisch Archimonde droppt. Das ist dieser Fellreaver-Verschnitt wie der zweite Boss aus dem Höllenfeuer-Zitadelle. Und dann haben wir noch den ja, korrumpierten Feuervogel-Verschnitt für 150.000 Apexis-Kristalle von der Fraktion.
Neue PvP-Mounts, ja, hier so ein Mecha-Schreiter von den Goblins, glaube ich, ist das. Gnomen, Entschuldigung, Gnomen, nicht Goblins. Oh, da bekommen sie Also dann wieder den Deckel von den ganzen dummen Goblin-Spieler. die sehen doch alle gleich aus. Entschuldigung. Alle klein. Hey, Bei der Goblin sollten Horde. explodieren. Bei der Horde haben wir so ein, ja, ich sag mal, Kodo, War-Kodo-Vorschnitt, sieht eigentlich sehr ganz cool aus. Dann haben wir noch, ja, Ruhm des Höllenfeuer-Schlachtzeugers, also den Erfolg, da haben wir einen Wolf und für die Arena-Saison so ein Gondling und für die Schiffsmission haben wir da so eine Flussbestie und ich denke mal, da sind auf jeden Fall noch ein paar dabei. Ich habe auf dem PTR gesehen, da konnte man sich ein paar Mounts kaufen in der Garnison. Es gibt auch, glaube ich, das eine oder andere über eine Mission und so weiter und so fort, aber. Das ist auf jeden Ruben Fall. Rider bekommt man, wenn man den Erfolg Draenor Pathfinder fertig macht, aber darüber reden wir dann später. Da bekommt man dann so ein Rylek, wie es der eiserne Häscher im Blizzard Store ist, nur halt wahrscheinlich ohne Rüstung. Da wissen wir noch nicht, wie er aussieht, aber den wird es dann geben. Okay. Ja, ein paar Neuerungen zum Haustierkampf gibt es auch, glaube ich. Habe ich mich jetzt noch nicht so mit beschäftigt. Ich bin jetzt nicht so der Pet-Bettler, um ehrlich zu sein. Aber es gibt auf jeden Fall, wie schon gesagt, bei dem Händler von den Pets, wo man jetzt hier die ganzen Sachen kaufen konnte, weiß ich nicht, Aufwertung und ja, diese Verbände, sage ich jetzt mal. Gibt es da jetzt noch ein bisschen mehr? Da kann man sich halt, wie gesagt, neue Pets kaufen. Das teuerste ist hier für 500 dieser Haustürglücksbringer. Muss man also ein bisschen questen. Insgesamt sind es, glaube ich, über 1000 Haustierglücksbringer, die man für alle Pets bzw. ja da so Gimmicks bräuchte. Jetzt mal grob aufgerundet. Es gibt halt ja neue Pets auch im Tannendschungel, die man sich fangen kann. Das ist ja, denke ich mal, ganz klar. Da gibt es auch neue legendäre Gegner, neue Steine und Beutel. Ja, Herausforderungen hier, diese, ja, ich sag mal, Wildtiermeister oder wie die heißen, diese Haustiermeister, die man im Tannendschungel bekämpfen kann. Und ja, wie schon gesagt, neue, tolle Haustiere und so weiter und so fort. Gibt auch irgendwie einen Dalaran, einen Easter Egg mit so einer komischen Kerze. Aber wie gesagt, mit Haustieren beschäftige ich mich eher nicht so. Wie schon gesagt, das meiste könnt ihr euch kaufen oder halt eher spielen durch Quests und ja, kaufen halt, wie gesagt, durch Apexis-Kristalle oder Haustier-Glücksbringer oder halt ja, Gold im besten Falle oder halt auch das eine oder andere über ein bisschen Erfolge. Und ja, das war's eigentlich auch schon zu den Pets, Mons und Spielzeugen. Ich finde, jetzt mal noch mal kurz vielleicht auf die Zusammenfassung für Pets, Mounts und Spielzeug haben wir bei den Raids und Dungeons ein bisschen vergessen. Tut mir leid. Dann holen wir das jetzt schnell nach. Ja, können wir auch machen. Aber erstmal zu den Pets, Mounts und Spielzeugen. Ich finde das größtenteils echt eine gute Sache. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Haustierkämpfer, aber ein paar Sachen werde ich mir bestimmt auch holen. Spielzeuge bin ich auf jeden Fall ein Fan von, aber ich weiß nicht, ob ich da alles ergattern werde, was da so da ist. Und an den Mounts her. Ja, also ich weiß nicht, ein paar sehen echt nett aus. Es ist halt schade, dass das Schönste beim Archimonde Mystisch droppt mal wieder. Ja, das ist ja auch logisch. Auch die meiste Arbeit. Aber ja, die PvP-Mounts sehen jetzt auch okay aus. Also gerade das Warcode von der Horde sieht jetzt echt sehr, sehr nett aus. Auch der Robo-Schreiter hier sieht echt okay aus. Aber der Wolf jetzt hier zum Beispiel für den Ruhm des Schlachtzeugers Erfolg finde ich jetzt nicht so toll. Aber okay, muss man halt vielleicht mit klarkommen. Aber für diejenigen, die Mount-Sammler sind, vielleicht auf jeden Fall genau das Richtige. Da gibt es ja auch Leute, die eigentlich auf das Aussehen mehr oder weniger, ja, ich sag mal, auf Deutsch gesagt, scheißen. Darf ich das sagen? Ja, darf ich. Das ist mein Ja. Kanal. Und eigentlich nur den Erfolg holen oder was auch immer. Und ja, was sagst du zu den Pets, Mounts und Spielzeugen? Ja, mit Pets ist jetzt nicht so der Faktor, der mich aus den Socken haut. Spielzeuge finde ich nett, ist Raid werden Pausen, gibt es immer wieder lustige Sachen, die man mit den Toys machen kann. Die Mounts sind natürlich interessant, wobei ich sagen muss, ich hätte gerne diesen Corrupted Red Wing, aber 150.000 Apexis-Kristalle ist eine harte Menge. Also das werde ich mir wahrscheinlich schon erfahren, aber wenn dann erst, wenn es zum Warten beginnt auf das nächste Addon. Aber den werde ich mir holen.
Ja, unser momentaner Raidleiter hat schon das Cap voll. Der wartet jetzt eigentlich nur noch auf den Patch, dass er sich das kaufen kann und die Abwechslungskristalle farmen kann. Ja, der Roboter, mehr oder weniger dieser Felsteel Annihilator vom Archimond. Sehr schönes Mount, gefällt mir gut. Werde ich nie haben. Ich Weil auch es nicht. irgendwann nur eine 1% Drop-Chance hat und ich nicht wirklich glücklich bin. PvP-Mounts sind wie immer sehr geil aus, gefallen mir beide sehr gut. Werde ich beides auch nicht haben, weil ich kein PvP-Spieler bin, aber gefällt mir der Roboschreiter, muss ich diesmal sagen, gefällt mir ehrlich gesagt ein bisschen besser. Wobei ich diesen Troll-Einfluss bei dem Kodo auch ziemlich geil finde. Das spiegelt halt wieder, dass wir einen neuen Kriegshäuptling haben. Der Wolf. Ja, reden wir mal nicht darüber. Der Grundling für die PvP-Spieler sicher schön und das Mount von der Schiffsmission ist schön, weil es ein Geschenk ist, mehr oder weniger. Genau. Nochmal kurz zum Raid, weil wir das vorhin ein bisschen vergessen haben. Das tut uns ein bisschen leid, also die Zusammenfassung her. Weiß nicht, möchtest du diesmal anfangen? Ja. Was an und für sich, was ich von den Bossen gesehen habe, innovativ, also bis auf Sakun, das ist halt ein Zerg-Boss. Finde ich gut, dass da auch wieder einer drin ist, da kann man halt wieder dumm Schaden drauf machen, da freue ich mich natürlich als DD. Einfach mal stehen bleiben, mehr oder weniger. Ja, die Bosse sind halt sehr exzellent, ist halt Blizzard, die wissen, was sie machen. Wenn es ums Raiden geht, das ist die Stärke von WoW. Das ist einfach so. Ja, was soll man groß dazu sagen? Das Einzige, was ich seltsam finde, ist diese Gierkurve in den Schwierigkeitsgraden. Das könnte zu seltsamen Sachen führen. Justieren, Ja. aber das ist ja in WoD allgemein so mit seltsamen Sachen fürskieren. Das stimmt. Ja, ich habe jetzt eigentlich gar nichts jetzt vom PTR gesehen. Also ich war einmal im LFR und den Rest habe ich halt über einen Livestream gesehen. Von der Boss, ja, ich sag mal, Mechanik her oder vom Aussehen der Straits fand ich das, was ich gesehen habe, echt sehr nett. Ein paar Bosse sind relativ einfach, ein paar Bosse haben mich echt überrascht, dass sie komplett neue Mechaniken haben, die es bisher auch noch nicht so in World of Warcraft gab oder halt schon 1000 Jahre alt sind. Auf Deutsch gesagt. auch ein paar, ja, ich sag mal, altbekannte Sichter im Hohen Rat des Höllenfeuers halt hier mit dem Boss aus dem Black Temple, ne? Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ja, der mit dem Blutungs Schadensdeck da. Genau, Der da unten ist Gotthog, das Bloodboy Gutdog, ja, genau. heißt er. Er wurde halt so 1-1 übernommen. Im Mystic hat er irgendwie noch eine Fähigkeit mehr, die es im Black Temple nicht gab. Aber so Und im weiß Groben man und nicht mal. Ganzen, auch jetzt hier mit Blutschatten, ich sag mal so eine Anspielung auf die alten Götter mit Yogg-Saron und Zetron halt mit dem Reinschmeißen da in den Magen, ist eine gute Sache. Und ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Raid. Ja, 50-50 würde ich sagen, zufrieden. Also eigentlich mehr positiv als negativ. Vom Loot her, wie du schon sagst, es kann einiges Blödes dabei herumkommen, gerade dass halt umso später du reinkommst, also ich sag mal, im zweiten Flügel droppt halt schon besseres Gear als im ersten Flügel, wird, denke ich mal, ein bisschen zu Problemen führen, weil es ist halt auf jedem Item halt auch wieder unterschiedliche Stats, die ja unterschiedlich skalieren. Beim Höllenfeuerangriff, weiß ich nicht, gibt es Crit-Meisterschaft und beim Teufelslot gibt es dann, weiß ich nicht, Crit-Tempo oder so ein Dreck. Und da muss man halt sich dann angucken, was denn in dem Falle besser ist. Ob, weiß ich nicht, Warforged mit Sockel und Bonus-Stat vom ersten Boss vielleicht besser ist als das von Teufelsaccoon oder so in dem Falle, was aber dann wieder 5 Bono 5 Level Item-Level mehr hat. Aber na gut. Ja, Archimonde, die klassenspezifischen Trinkets fand ich jetzt mehr ausgeglichen. Also einige sind gut, einige sind nicht so gut. Gerade jetzt zum Beispiel das vom Krieger, daher, dass ich Krieger spiele, fand ich jetzt zum Beispiel das für Defensiv, das für Furor ist okay und ja gut, das für Gladi ist eigentlich ziemlich overpowered, finde ich. Und ja, von den anderen Klassen her finde ich es eigentlich auch recht ausgeglichen. Es ist jetzt, glaube ich, nichts dabei, was deinen Charakter total overpowered macht. Es Nee, es sind im ist. Prinzip alte Talente, die zurückgebracht werden.
Ja, mehr oder weniger. Es ist halt Ja, in dem ja. Sinne ein zusätzlicher T-Bonus, das, wenn man das so möchte. Das klassenspezifische Trinket wird auch wie ein Token fallen. So haben sie es jedenfalls gesagt bei Archimond beim letzten Boss. Das heißt, da ist dann zum Beispiel Krieger, Jäger, Schamane drauf und du rollst dann einfach drauf und hast dann das, was da drin ist. Und ja, der Rest ist jetzt halt von dem normalen T-Bonus. Werden wir vielleicht auch nochmal ein bisschen später reingehen bei den Wissen, wer das her. Aber ich finde das auch recht ausgeglichen. Also ich finde, da ist wirklich keiner dabei, wo ich sagen würde, der ist total overpowered, oder? Nicht wirklich, aber es sind auch einige dabei, die mich jetzt überhaupt nicht vom Hocker gerissen haben, wie zum Beispiel das von Fire Mage. Du bekommst einen Flammenstoß, wenn du Inferno-Schlag einsetzt. Das Talent hatten wir in Cutter noch, aber das wurde uns beraubt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ist das Arkan, wo du dein Spiegelbild bekommst? Arcane, das ist aber der Set-Bonus, da bekommt man ein Spiel von Arthas, also noch gut war, Jaina, Sylvanas, Tyrande. Also das ist cool. Da muss man sich halt anschauen, wie das Ganze skaliert, aber es, wie gesagt, es gibt einige echt coole Sachen, wo man sich angucken muss, wie die ganzen Sachen dann halt skalieren. Aber so im Groben und Ganzen, wie gesagt, werden wir später noch ein bisschen drauf eingehen, aber jetzt mal so zum groben Überblick finde ich, es ist nichts dabei, was total overpowered ist. Es gibt das ein oder andere, was naja ist, aber so völlig für den Hintern würde ich jetzt auch nicht sagen. Es ist halt schon irgendwo, denke ich mal, sinnvoll für den einen oder anderen Boss, da was reinzunehmen. Ja, schauen wir, wie gesagt, später noch ein bisschen drauf. Wir kommen dann so langsam aber sicher zu den Garnisonen. Wir haben jetzt schon fast eine halbe Stunde gelabert, aber was ist das ist? Wir haben vorher schon gesagt, das ist ein ziemlich langer Content, wo man ziemlich viel zu reden hat. Ich bin Und schon gespannt, was wir dann im Anschluss noch reden bei der Zusammenfassung. ja. Und bei der Garnison gibt es eigentlich gar nicht so vieles, halt eine neue Ressource, ne? Jetzt mal so zum groben Überblick, halt neue Portale für den Magierturm zum Beispiel und so weiter. Ja. Bisschen neue Anschaffung für die Garnison, du kannst halt dein Lager erhöhen und so weiter und so fort. Das jetzt mal zur groben Überfassung. So viel ist es gar nicht zur Garnison, aber das Wichtigste fasse ich jetzt mal zusammen. Und zwar, ja, wie wir schon am Anfang gesagt haben, gibt es für die Garnison die neue Schiffswerft, die wir uns erspielen können. Das als neues, mehr oder weniger Gebäude, wo wir auch, ja, Ressourcen sammeln, Missionen machen und halt auch ein bisschen was von der Legendary mitnehmen können. Kommen wir vielleicht auch noch später zum Wissen, Wertes dazu und Nützliches und Sonstiges. In der Schiffswerft brauchen wir auf jeden Fall eine neue Garnisonsressource, nämlich Öl. Die kriegen wir über verschiedene Pfade und zwar gibt es im Tana-Dschungel, ja, ich sag mal, wie wir schon am Anfang gesagt haben, diese offenen Gebiete, wie jetzt diese Spielberichte, wo man halt einfach reingehen kann, da kriegt man ein paar Apexis-Kristalle, aber am meisten halt Öl. Dann gibt es tägliche Quests, wo man Öl bekommt. Ich finde, man kommt auf jeden Fall ziemlich schnell an Öl. Du kannst auch über 100.000 Barrel, Fässer, welche Währung ihr dafür auch immer nutzen möchtet, Öl lagern. Du kriegst auch in der normalen Garnisons neue Ölmissionen. Es wird auch Follower geben, die die Mission, die die Fähigkeit haben, dir das Öl, ich sag mal, zu verbessern, dass du da mehr rausbekommst. Aber ich war, weiß ich nicht, 2 Wochen auf dem PTR und hatte schon über 6.000 Öl. Also das geht relativ fix. Ich würde da, glaube ich, nicht empfehlen, einen Anhänger auf den Ölspezialisten zu rerollen. Aber das müsst ihr selber entscheiden. Und dann gibt es halt, wie schon gesagt, für die Gebäude auch ziemlich viele Neuigkeiten oder ein paar Neuigkeiten. Zum Beispiel für den Magierturm gibt es ein neues Portal im Tana-Dschungel, dass man da schneller hinkommt. Das ist ziemlich nah beim Raid, ich glaube. Südwestlich so ein bisschen in der Nähe von der Löwenwacht ist das. Also 2 Meter, wie man es ohne Seife waschen, mal westlich. Und ja, dann kann man zum Beispiel auch noch einen Schwarzmarkt-Aha in die Garnison holen. Dazu muss man die Schiffswerft bauen, glaube ich. Und genau, da gibt es an der in der Schiffswerft eine Mission, die euch Zugang zum Schwarzmarkt-Aktions gewährt, was euch dann ja irgendwo beim Mitarbeiter des Auktionshauses irgendwo hinstellt, also wenn ihr da irgendwie ein Lagerhaus habt, glaube ich, ist das, oder irgendwo wird er da schon rumstehen. Genaueres weiß, sehe ich jetzt hier gerade nicht so in einem groben Überblick, wie man da auch rüber fliegen kann, ich alles sagen.
Und ja, das Garnisonslager an den Ressourcen, normalen Garnisonsressourcen, kann man auch erhöhen auf 1000. Muss man halt gucken, ob die 2500 Gold dafür es wert sind. Außerdem braucht man dafür bei den Ausgestoßenen der Arakor den Ruf respektvoll, den ich aber habe. Den Aber wird, ja, die glaube ich, Frage jeder ist haben halt. mittlerweile, oder? Ja, denke ich mal, geht relativ fix durch die Garnisonsmission. Aber die Frage ist halt, ob es überhaupt sinnvoll ist, das normale Garnisonslager, also diese Kiste, da auf 1000 zu erhöhen, weil eigentlich hast du mehr als genug Garnisonsressourcen. Auch durch die Mission und durch die Anhänger, die vielleicht eine Eigenschaft noch haben, wenn man nicht alles rerollt hat. Und ja, wie gesagt, viel ist zu der neuen Garnison eigentlich nicht. Es gibt jetzt nicht großartig neue Quests in der Garnison, glaube ich. Vielleicht wird später noch ein paar Speerberichte dazukommen auf den normalen Missionsbericht. Aber so im Groben und Ganzen, glaube ich, war es das auch schon zu den Garnisonsänderungen und ja, weitläufigen Neuerungen. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ne? Nee. Okay. Wie finde ich das? Ja, egal. Ja. Ja, Also. da hast du meine Meinung gleich mitgetroffen. Ziemlich egal. Wie Ist schon schön, dass gesagt, sie es machen, aber wäre ich auch nicht traurig gewesen, wenn es nicht dabei gewesen wäre. ja. Wie schon gesagt, die neue Garnisonsressource Öl, finde ich, kriegt man eigentlich hinterhergeworfen. Gerade durch den Tannendschungel, du kommst da in diesem ersten Gebiet an, hast da gleich schon die erste Mission, um da, weiß ich nicht, 12 Mobs zu töten und kriegst dafür schon 600 Öl. Dann gibt es halt noch die Mission bei der Garnison, wo du teilweise 100 Öl bekommst und halt die täglichen Quests, wo du auch nochmal über 500 Öl bekommst. Also da bist du an einem Tag bei über, weiß ich nicht, 2000 Öl, die du da ergattern kannst. Und da würde ich sagen, also ich werde auf keinen Fall einen Anhänger auf Ölspezialisten rerollen, weil es genug Missionen und Fähigkeiten und ja, ich sag mal, Dinge gibt, wo du dein Öl rüber kriegst. Du kannst dir, glaube ich, auch später eine Ölbohrinsel irgendwie ergattern, wo du die Öl generiert. Also das wird sich, glaube Ernsthaft? ich, ja, habe ich gesehen, bei der einen Ruffraktion kannst du dir eine Ölbohrinsel erkaufen, die dann irgendwo da, ich glaube, bei deinem Außenposten im Tannendschungel rumsteht und Öl generiert. Und deswegen denke ich mal, wird das nicht so spannend sein, da einen Anhänger, wie ich sag mal, zu rerollen auf die Ölspezialisierung. Aber das muss jeder für sich wissen. Das Magierportal, ich habe einen Magierturm, ich werde es auf jeden Fall nutzen. Ich habe Ich mein auch. drittes noch nicht gekauft, deswegen werde ich mir das auf jeden Fall aufsparen für den Tarnan-Jungle. Schwarzmarkt, ja gut, das wird wahrscheinlich eh free kommen. Denke ich mal, wird man nicht so lange drauf warten müssen. Garnisonslager, ja gut, okay, why not, wenn man schon den Ruf hat, warum nicht? Gold Jetzt haben wir eh bringt im es, nachdem man Überfluss. nicht oft ist. Das ist angenehm, wenn man muss dann jetzt alle 3 Tage da wirklich hingehen und das entleeren. So ist es ja bei 500 vorbei. Genau. Und ja, so im Groben und Ganzen fände ich das eigentlich nicht, ja, wie gesagt, mir ist es eigentlich relativ lame, das meiste kriegst du eh hinterhergeschmissen. Und von daher habe ich da jetzt keine grobe Meinung zu, wie ich das finde. Vielleicht könnt ihr ja eure eigene Meinung dazu in den Kommentaren schreiben zu denjenigen, die wir jetzt hatten und die noch folgen werden. Folgen werden ja jetzt noch das PvP, die Berufe, die Patch Notes, ein bisschen Überblick und wissen, wer das und sonstiges. Ja, wir werden jetzt gleich mal eine kleine interne Pause machen, aber davon werdet ihr nicht viel mitbekommen. Der Gendo wird dann gleich mit dem PvP anfangen, denke ich mal. Jo. Und da sind wir auch schon wieder mit den offiziellen Patch Notes zu 6.2. Wie schon gesagt, wir hatten gerade eine kleine Pause, um unsere Stimme zu schonen, aber egal. Der Gendo wird euch jetzt gleich ein bisschen was vom PvP und dem Wichtigsten darüber erzählen. Bitteschön. Ja, PvP haben wir mehr oder weniger kleine Änderungen. Natürlich, wir haben eine neue Arena-Season, wie zu jedem neuen Patch. Arati-Becken. Kampf um Gilneas, dann ist es noch Eye of the Storm und Deepwing Gorge. Ich glaube, das heißt, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Wurden die Timer verringert von 7 auf 6 Sekunden, was es benötigt, um eine Flagge zu capturen. Ja, wird wahrscheinlich von der Community gewünscht worden sein. Ich weiß es nicht genau. Dann haben wir Änderungen an Ashran. Das Sorgenkind Ashran von Blizzard. Wir haben
Eine neue Teilzone, und zwar eine Ausgrabung, nämlich Apexis Max. Das ist mehr oder weniger so eine Arakoa-angehauchte Mine. Da gibt es dann auch wieder Events, so wie es bei 6.0 und 6.1 auch schon war. Dann im Großen und Ganzen treten Events jetzt häufiger auf, laut Blizzard. Da kommen wir dann eh nochmal darüber, was wir darüber denken. Es gibt neue wöchentliche Quests, und zwar drei. Einmal eine, die heißt Slay Them All. Da muss man 200 Spieler töten. Dann eine Ashran Dominance. Da muss man 5 Events gewinnen und den gegnerischen Fraktionsführer töten. Und eine wiederholbare Quest, einfach 5 Events gewinnen und den Fraktionsführer der Gegner töten. Das sind soweit die Änderungen in Ashran. Wenn man halt nach Ashran kommt, wird man jetzt automatisch in eine Raid-Gruppe eingeladen. Das ist ja eine Änderung, die hätte eigentlich mit 6.0 schon da sein sollen, aber Blizzard hat da anscheinend gepennt, und sonst war es das eigentlich mit den PvP-Änderungen. Ja, neues Season Gear gibt es wieder, aber da wissen wir noch nicht genaueres dazu. Nicht zu den Stats, wie es aussehen tut schon. Weiß man da schon was? Ich weiß, wie es aussehen wird. Es ist genau dasselbe wie T18, nur in einer anderen Farbe. Alles klar, ja. Also nichts Großes, Tolles. Also da hat sich Blizzard richtig viel Mühe gegeben. Entschuldigung. Ironie. Und Ja, was sagst du zu den Änderungen? Ich bin jetzt nicht so der PvPler, aber ich sag mal so, das mit dem Capturen, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so sinnvoll war, da eine Sekunde weniger zu machen. Eine Sekunde ist jetzt nicht so viel, aber okay. Das ist jetzt, glaube ich, auch nur für Eye of the Storm, also Auge der Ewigkeit, glaube ich. Nee, Ach nee, für im alle anderen. Arati-Becken, Schlacht um Gelnairs, oh, Die finde ich auch Tiefenwindschlucht und nice. Auge des Sturms, steht oben. Hä? Rated. Also geht okay, das Gerankte. Ja, ist halt PvP, ne? Da kenne ich mich halt auch nicht wirklich gut aus. Ja, er wird schon so seine Richtigkeit haben. Ich weiß halt nicht, ob sich das wirklich lohnt, aber na gut, okay. Ja gut, Ashran, ich habe das mal mitgemacht mit diesen Events. Ich finde das eigentlich echt eine coole Sache da mit diesen Events. Da gibt es ja Rennen, da gibt es Rare-Mobs, da gibt es halt Farmen. Also da wird eigentlich jedes Herz bedeckt. Du bist halt nicht dazu gezwungen, irgendwie Allianzler oder beziehungsweise Hodler zu töten, sondern du kannst da halt auch normale Quests machen und da sind doch echt gute Quests dabei. Auch die Events fand ich von dem her, was ich gesehen habe, zu 6.1 schon, also jetzt nicht 6.2, schon sehr cool. Vielleicht sind die neuen Events sehr, sehr, sehr nett und abwechslungsreich, muss man mal gucken. Die Dailies und Weeklies, naja gut, ist jetzt nicht so wirklich eine neue Änderung. Töte 200 Spieler oder halt mach 5 Events und töte den Fraktionsanführer und das nochmal als WDH, also Wiederholungsquest. Ja. Und ja gut, Events treten nun ein bisschen öfters auf und sowas alles. Das ist, ja, mal gucken, vielleicht werde ich mal wieder reingucken in Ashran, aber ich denke mal, so lange halten wird mich das nicht, weil das Gekloppe da ist halt schon extrem. Ne? Ja, ich persönlich bin auch nicht so der PvP-Spieler. Ja, wie gesagt, ob die Änderungen nötig waren, weiß ich nicht, ich will es auch nicht bezweifeln, weil sonst wird man in den Kommentaren wahrscheinlich von PvP-Spielern gelyncht, die dann glauben, ja, das ist voll wichtig, ihr habt ja keine Ahnung, ja, wir haben keine Ahnung, wir sind beides PvE-Spieler. Ja, Ashran ist jetzt nicht so meine Lieblingsbeschäftigung in WoD, ich finde es jetzt nicht so Bombe. Da gibt es halt ein neues Gebiet, das habe ich mir angeschaut, das ist okay, sieht schön aus. Es ist jetzt nicht was, was ich jetzt sage, ja, jetzt muss ich unbedingt nach Ashran. Aber an und für sich haben die Änderungen wahrscheinlich schon so ihren Sinn, wie sie sind. Ja. Wie gesagt, also einige Events fand ich in Ashran echt nett, aber sie haben mich halt nicht gelockt, wieder hinzugehen. Ja, mich auch nicht. Ich habe das einmal gemacht, um meinen jetzigen Stab zu farmen, und den habe ich noch immer. Der ist nicht schlecht, und ja.
wie Gendo schon gesagt hat, wir sind halt PvEler und diejenigen, die PvP machen, die sind da eh 24/7 wahrscheinlich und Ja, die haben eben. ihren Spaß daran, sollen sie auch haben. Für uns ist es halt nichts und das ist halt, ja. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Sache und wird schon alles seine Richtigkeit haben, denke ich. Diejenigen, die da Ahnung von haben, die können ja reinschreiben, was sie wollen. So, wir kommen langsam aber sicher zu den Berufen. Wie ihr merkt, wir sind jetzt ein bisschen schneller unterwegs, daher, dass es nicht mehr so viel ist. Auch bei den Berufen ist es jetzt eigentlich eher nicht mehr so viel. Da haben wir auf jeden Fall ja das Massenzermahlen von Kräutern, was mich übelst freut. Ja, mich auch. Ich habe mir ein Makro geschrieben, das kann ich jetzt endlich löschen. Jetzt müssten Sie das noch für Juwu machen, das mit den Ja. Sondieren. Dann wäre ich total zufrieden. Und auch für die alten Sachen, das wäre dann. Und Das ja, genau. Also, du ist kannst dann jetzt schon. auf jeden Fall direkt 20er Stapel zermahlen und da kommt auf jeden Fall ja, die neuen Zusatztaten raus. Hier Talador-Orchideen, Nagrand, Error-Blumen, Stern, Blume, Gorgrond, Fliegenfalle und so weiter. Kennen wir ja alle schon, aber da gibt es auch, glaube ich, irgendwo was Neues. Nee, glaube ich gar nicht. Gorgrond. Es gibt auf jeden Fall eine neue Ressource, das weiß ich, aber Ja, egal. Feldblight, das bekommt man, wenn du einfach Kräuter abbaust und Erze abbaust, aber nur in Tarnan Jungle. Genau. Und ja, dann gibt es auf jeden Fall für die Berufe, die wir so alle haben, halt Ingenieurskunst, Schmiedekunst und was wir nicht alles haben, noch neue Upgrade-Stufen und zwar die Stufe 5 und Stufe 6. Dazu kommen wir jetzt ein bisschen und zwar das fünfte Aufhellungslevel wird bei Rüstung einer Gegenstandsstufe von 700 haben und bei Waffen 690. Und danach geht es auch direkt weiter mit der sechsten Stufe. Diese erhöht bei Rüstung die Gegenstandsstufe auf 710 und bei Waffen auf 705. Materialien, jetzt mal nur ein kurzer Reinblick, jetzt hier zum Beispiel für die Schmiedekunst, für die Essenz von 685 zu 700 brauchen wir 175 Echtstahlbarren, 30 magisches Feuer und diese 30 neue Ressource Feldblight, was man einfach nur übers Gathering bekommt, also über Blümchen pflücken oder halt Kräuter, Blümchen pflücken oder Das Kräuter neue farmen. Wildblut. Das neue Wildblut, aber halt nur übers Farmen, also Erze oder Kräuter. Und die Auflistung dafür ist, glaube ich, bei jedem Beruf gleich. Genau, bei der Schneiderei sind es auch 175 Hexer Zwirnstoff, bei der Ingenieurskunst sind es 175 Getriebeteile und die zweite Ressource hier, magisches Feuer, das ist halt bei jedem Beruf so ein bisschen anders. Da gibt es halt Erde, Feuer, Wasser, Luft, aber jeweils 30 und Fellblade ist auch gleich. Bei der Aufhellungsstufe Nummer 6, da gehen wir auch mal kurz rein, da haben wir hier bei der Lederverarbeitung poliertes Leder 350, magisches Wasser 60 und Feldblei dann 60. Das ist auch bei jedem Beruf gleich. Juwe, Taladit-Kristalle 350 und Inschriftenkunde, Kriegsbemalung 350. Also das ist schon okay, so dass das alles gleich ist. 30 Feldblei, denke ich mal, wird relativ schnell gehen. 60 wird ein bisschen dauern. Ich weiß nicht, wie es droppt. Ich habe im Patch 6.2 PDR nicht gefarmt. Um ehrlich zu sein, hast du gefarmt? Also, hast du nicht. Nee, Und nee, nee, habe ich nicht. Ich war nur kurz gemutet, weil ich mir nicht sicher war, ob meine Hunde bellen. ja, die Haustiere. Ja. Und ja, dann gibt es auch noch Entschuldigung für die Überleitung. Dann gibt es auch noch neue epische Sockelsteine für die Juwelierskunst. Ja, Crit, Tempo, Mastery, Mehrfachschlag, Vielseitigkeit und Ausdauer. Da muss man aber zu einem Roboter laufen, der im, ich glaube, eh in der Base steht. Oder irgendwo sonst in Tarnan Jungle, da muss man hinlaufen dafür. Ich lese es auch gerade mal so durch im Groben und Ganzen. Bla 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 bla. Man braucht auf jeden Fall 100 Talakit-Kristalle sowie die blauen großen Sockelsteine. Und Die werden teuer werden auf Servern wie Yare, da wo ich spiele. Da kosten die normalen schon über 1000 Gold. Dazu noch ein Feldblatt in den Topf schmeißen. Eins? Ja gut, das geht eigentlich. Ach, Fische, Kräuter, Erze, genau, und Kirschen an. Also alle sekundären Berufe mehr oder weniger. Ja gut, fischen kann ja jeder, wenn er das möchte. Und ich kann jetzt gerade nicht sehen, wie man das, wo man ja, so kommt ihr an die epischen Sockelsteine. Der steht nicht da, wo. Ja, geil. Ja, das ist irgendwo im Tarnan-Channel. Das wird man dann eh sehen. Ja.
weiß, Wird man es schon auch irgendwie nicht auswendig. rankommen. Und, ach hier, die Rezepte für die neuen Edelsteine freischalten. Ihr müsst eine Questreihe abschließen und einiges an Gold bezahlen. Ja, cool. Ihr müsst euch zum Tana-Dschungel begeben. Dort gibt es verschiedene Camps, zu denen ihr nach und nach geschickt werdet. Unter anderem auch zu Aktas Posten, wo Juwelierschleifer vom NPC Sonnenweise Schakist die Quest Mastery of Taladit erhalten werdet. Um die Quest abzuschließen, müsst ihr ein Konstrukt finden, welches sich südwestlich vom Questgeber auf einer kleinen Insel im See befindet. Und dann den müsst ihr 1000 Apexis-Kristalle geben und noch reparieren. Wieder intakt rennt das Konstrukt zurück. Und ja, als Dankeschön für die Dienste schleift das Konstrukt euch nun einen epischen Vielseitigkeitsstein, wenn ihr ihm die benötigten Materialien gebt. Und dort könnt ihr, ja, das ist sozusagen der erste Stein, den ihr dort bekommt. Den Crit bekommt ihr vom Schattenfürst ist keine Höllenfeuer-Zitadelle, den Mastery-Stein, wenn ihr Stufe 6 in der Kampfgilde erreicht, verkauft euch den Kampfgildenhändler das Rezept, Mehrfachschlag bei dem Apexis-Händler in Ashran für 3000 Gold und 3000 Apexis-Kristalle, Ausdauer beim Weltenboss Ruckmar und die Tempowertung bekommt ihr vom obersten Wesir Virix im heroischen Himmelsnadel. Also alles ein bisschen verteilt. Ich glaube, das war schon bei der Lederei so, ne? Wo das ein bisschen verteilt war, oder? Das Da war war's das schon eigentlich, ja. bei. Ich meine jetzt mit der unterschiedlichen Drop-Reihenfolge, hat man das nicht schon irgendwie so? Das, Glaube ich glaube, oder das war beim Fehlers. Food, ne? Oder beim Food. Ein von den zwei, aber da bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall kennen wir das schon irgendwoher, dass das irgendwie unterschiedlich droppt. Meinungen. Ich habe einen Juwe, ich habe auch einen Schmied, ich habe auch einen Koch, aber ich werde die Aufwertungsstufe Nummer 5 und 6 nicht nutzen, weil ich schon besseres Gear habe. Sockelsteine mit meinem Juwe werde ich mir bestimmt besorgen und ja gut, daher, dass sie halt ein bisschen unterschiedlich erhältlich sind, gerade jetzt hier beim Schattenführten Iskar mit einem Twink. Ich glaube, das zählt auch alle fair. Weiß ich nicht, steht jetzt hier nicht dran, ne? Muss man Glaube sich dann schon. angucken. Das wäre auf jeden Fall was. Stufe 6 Kampfgilde werde ich auch mit meinem Schaman schaffen. Ja, gut, Ashran, die Apexis-Kristalle und das Gold, das werde ich wohl haben. Weltboss Ruckmar ist jetzt auch nicht so schwer mit dem Twink und ja, gut, der oberste Weise Virix in der heroischen Himmelsnadel sollte jetzt auch nicht so das Problem sein. Ja, was halte ich davon? Massensammeln. Geil, jetzt noch für Juwe sondieren. Dann bin ich vollstens zufrieden. Neue herstellbaren Gegenstände. Massenentzaubern. Entschuldigung. Ah, Massenentzaubern wäre noch nice. Da Nehme kann ich auch mit. jeder VZler ein Lied davon singen. Ja, würde ich mitnehmen, wenn sie es anbieten. Die Aufwertungsgegenstände, wie gesagt, ich selber werde sie wahrscheinlich nicht nutzen, jedenfalls nicht für meinen Main, für die Twinks wahrscheinlich auch nicht. Und für die Neulinge, die jetzt gerade mit World of Draenor eingestiegen sind, auf jeden Fall, denke ich mal, eine ganz coole Sache. 700 und 710 ist auf jeden Fall zum Raiden relativ cool. Die Sockelsteine wird wahrscheinlich eh jeder machen, der es kann und ein Juwe hat. Und von daher, ja, 50-50 nehme ich mit. Ja, bei mir, was wir haben vergessen, dass die Hütten und die Herstellung selbst viel mehr Ressourcen jetzt gibt. Also es gibt nicht mehr maximal 10, sondern ich glaube 20 oder so. Oder 18, irgend sowas. Also wenn ich jetzt Hexenzündstoff herstelle, bekomme ich nicht mehr 10, sondern ich glaube das Doppelte oder so. Da war Ach irgendwie ja. irgendwas. Das mit dem Gear, ich werde die Aufrüstungsstufen schon nutzen mit meinem Mage, einfach weil ich sie mir mehr oder weniger perfekt gearen kann auf das, was ich brauche. Ja, sonst, wie gesagt, das Massenkräuter malen voll. VZ noch nach und ich bin glücklich. Ja, sind halt Berufsänderungen, sind gut. Ich hoffe noch immer auf ein Rework von ein paar Berufen mit dem nächsten Addon. Mal schauen.
Ja, das auf jeden Fall ein bisschen schwerer zu ergattern. Eine Rezepte wären irgendwie ganz cool, denke ich mal. Jetzt zum Beispiel aus dem Raid oder so. Fände ich jetzt nicht Ja, schlecht. gut. Also muss ja nicht, weiß ich nicht, das Nonplusultra sein, aber halt einfach mal wieder ein, zwei Rezepte im Raid. Das wäre halt irgendwie schon ganz cool, denke ich. Random Drops, ne? So wie ein Cutter. Ja, halt einfach Ja. nichts Zwingendes, aber halt doch irgendwie schon was Cooles. Weiß ich nicht, mit irgendwelchen exotischen Stats wie, weiß ich nicht, Lebensraum, Bewegungstempo oder so ein Scheiß. Warum nicht? Und ja, wie schon gesagt, Berufe kann noch ein bisschen was aufgebessert werden, aber damit müssen wir uns nicht beschäftigen. Das, was jetzt kommt, ist auf jeden Fall ein guter Weg für alle, die neu anfangen oder die es brauchen oder wollen. Wie du schon sagst, du kannst halt das Gear selbst designen, wie du das möchtest. Jetzt von dem Schneiderei, Lederverarbeitung, was auch immer. Du bist da nicht angewiesen auf die Drops vom Raid, sondern kannst halt mit denen, ich sag mal, rumrollen, entscheiden, was du haben möchtest oder falls du es schon Ja. gehabt hast, eh aufwerten, fertig hast du es wieder drauf. Und ja, was soll ich dazu großartig sagen? Es sind halt Berufe, die könnten, wie Ja, gesagt, noch ein gut. bisschen besser werden, aber who cares? So, kommen wir langsam zu den Patch Notes. Wir werden da jetzt nicht auf alles Großes eingehen, weil wir sind jetzt schon größtenteils durch die ganzen Dinge durchgerannt. Aber ich denke mal, da wird es noch ein, zwei Sachen geben, die wir jetzt noch nicht behandelt haben. Vielleicht hast du da schon ein bisschen was gefunden. Ich scroll auch gerade durch. Ja, und zwar Hochfels und Blackrock Foundry bekommen Changes einfach, dass es genervt wird. Und das Achievement Ahead of the Curve, also der Zeit voraus für der Fall des Imperators und Schwarzfausts, weiß ich jetzt nicht, Credible heißt es auf Englisch, die wird es nicht mehr geben. Im Prinzip, es Richtig. kommt so ein Debuff für die ganzen Bosse, wie es in Thron des Donners war. Genau, aber erst mit 6.2. Und der macht den erlittenen Schaden reduzieren um 20 und die Gesundheit reduced? Ja, natürlich. Die werden genervt. Ach so, Bekommen von man. den Bossen, genau. Ja, Also genau. der Boss. Hast du Der Glück auch Boss vom macht Spieler? 20% weniger Schaden und hat auch 20% weniger Leben. Das gilt für NRC, HC und Mystique. Genau, ich habe das gerade ein bisschen falsch gelesen. Oh, wie du schon Sehr gesagt gut. hast, dass die Zeit-Vorauserfolge für Blackhand und, ja gut, Imperator ist ja schon draußen. Für Blackhand, der wird dann noch Nee, rausgekommen. der für Imperator ist auch noch drin. Echt? Ja, es ist ein Content. Ach ja, stimmt, ja. Ja gut, dann kommt er jetzt raus. Das Mount von Blackhand im Mystisch wird noch zu 100% fallen, bis dann, ja, ich sag mal, das, der nächste Content-Patch draußen Nee, ist, bis glaube ich, Ende des ne? Addons. Ja, genau. Und ja gut, das neue Loot hatten wir schon vom Personal. Und dann habe ich hier noch gefunden, dass es halt die neuen Wochen-Events gibt. Die sind auch noch mit in den neuen Features drinne, bei Sonstiges und bei den Patch Notes, sage ich jetzt mal. Fassen wir jetzt einfach so ein bisschen zusammen. Notes und Sonstiges, denke ich mal. Ja. Bei den Wochenevents, das wird sich, denke ich mal, immer wieder so ein bisschen abwechseln. Da haben wir hier zum Beispiel Haustierkampf-Wochenende, dass wir da ja dreimal so viel Erfahrungspunkte sammeln wie sonst. Dann gibt es noch Apexis, wo wir doppelt so viele Apexis-Kristalle kriegen wie sonst. Schlachtfelder, dass wir dreimal so viel Ehre bekommen. Arena, dass wir dreimal so viel Ehre bekommen. Im Geplänkel wohl anscheinend. Draenor Dungeons, besiegt die Gegner im heroischen oder mystischen Draenor Dungeons, erhaltet ihr Ruf für eine Draenor-Fraktion. Ich denke mal, das wird dann, ja, ich sag mal, random sein oder spezifisch, wird man dann gucken müssen, wie sich das Ganze ausläuft. Und natürlich die Timewalker-Wochenenden, einmal Burning Crusade und einmal West of the Lich King rotierend. Und da hat man auf jeden Fall am Wochenende mal was zu tun. Das heißt, ihr könnt am Dienstag zum Beispiel nicht im Timewalker reingehen, dafür nur am Freitag bis Sonntag. Genau. Und das Ganze wird euch auch im Kalender, glaube ich, so angezeigt. Ja, sieht auf jeden Fall so aus. Und der Abenteurerführer, den wir jetzt schon haben, dieses Journal, wird noch ein bisschen Dungeon umdesignt, ein Compendium bisschen heißt aufgehübscht. es. Bitte? Dungeon Compendium heißt es, glaube ich, noch. Ja, Dungeon Compendium. Genau.
Der wird dann Abenteuerführer heißen, glaube ich, aber egal, Dungeon Companion. Wird ein bisschen aufgehübscht, hat man, glaube ich, schon auf der BlizzCon ein bisschen gesehen, wie sie es eigentlich haben wollten. Jetzt wird es endlich mal eingeführt, so halbwegs jedenfalls. Wird ein bisschen In Patch aufgehübscht. 6.0 hätte das kommen sollen, aber ja, Ja. Ist auf wie jeden Fall sagt ein bisschen man? aufgehübscht. Man sieht jetzt zum Beispiel gleich auf der ersten Seite schon das, was man machen muss. Halt jetzt, weiß ich nicht, geh in den Tana-Dschungel, mach dein Daily, weiß ich nicht, BG oder mach deine heroische Ini und so weiter und so fort. Also da wird dann halt ein bisschen was rausgepickt. Der Rest ist relativ gleich mit den Dungeons und Raids, denke ich mal, wird man da jetzt nicht so viel Neues rauslesen können. Aber das ist auf jeden Fall zu den Neuerungen für den Abenteuerführer, was da noch so bei ist. Und hast du noch irgendwas gefunden jetzt gerade schnell? Nicht wirklich. Neue Rennanimation für weibliche Blutelfen. Genau. Nachtelfen. Gut, das war's. Tschüss. ich scroll auch noch gerade mal die Patch Notes durch, ob ich da irgendwas vergessen habe. Aber es scheint mir nicht so. Ja, willst du das jetzt schon reinbringen mit dem Fliegen, mit den Patch Notes, oder willst du noch warten? Nee, also ich habe vorhin eben schon gesagt, dass wir das ruhig zusammenfassen können mit Notes und sonstiges. Und packen wir Ja, das dann einfach unter bringen. eine Rubrik zusammen, ein Ja. bisschen. Ja, sag du doch was dazu. Du hast es gerade angesprochen, dann kann ich noch ein bisschen suchen. Ja, das Fliegen ist halt Blizzard. Ich sage jetzt mal geißelt dieses Add-on. Es ist in einer Woche sagen sie ja, kein Fliegen mehr, in den nächsten beiden Add-ons, und 2 Wochen später 180.000 Grad Wendung, und jetzt sind wir da. Wo wir jetzt sind, da wo wir jetzt sind, ist Fliegen ja, aber du musst dafür arbeiten. Finde ich gut. Blacky findet das, glaube ich, auch gut, was wir vorhin geredet haben. Es ist eine sehr weise Entscheidung von Blizzard. Im Prinzip muss man mehrere Erfolge farmen, um ein Meta-Achievement zu bekommen, der es heißt Draenor Pathfinder. Hat man diesen Draenor Pathfinder bekommen, sieht es so aus: Man bekommt einen Ride-Mount, und weitest bekommt man auf allen seinen Charakteren, die Stufe 90 haben, egal ob sie es erst werden oder es schon sind, Fliegen freigeschaltet, den Komplett-Trainer. Auch in Tarn und Jungle. Was muss ich dafür tun? Ganz einfach: mehrere ja, Achievements abschließen. Darunter die Sicherung Draenors, der Draenor-Lernmeister war es, glaube ich. Also alle Quests, alle Story-Quests in Draenor machen. Ja. So, dann 100 Schätze muss man finden und alles erkundet haben. Dann bekommt man diesen Erfolg, der sich nennt Draenor Pathfinder. Man muss kein Gold zahlen, man bekommt einen Reitmount geschenkt und fliegen. Und das ist auch von Blizzard so geplant, dass das in den nächsten Add-ons auch so sein wird. Richtig, Hoffentlich auch hoffentlich wieder auch. mit Ride-Mounts, wäre sehr schön. Genau, dazu muss man sagen, man kann den Teil jetzt schon machen, halt gerade das jetzt mit dem Erkunden und so weiter, Ah, aber man siehst du, die muss es halt. Pegasus-Kristall-Mission habe ich vergessen. Entschuldigung, dass ich dich nochmal unterbreche. Man muss auch alle Pegasus-Kristall-Missionen, die man als Daily bekommt, einmal abgeschlossen haben. Oh, Entschuldigung, das ist sicher Sicherung von Draenor. Tut mir leid. Kein Problem. Jetzt habe ich vergessen, wo ich war. Wegen dem Fliegen. Ja, das ist gut. Fliegen ist schön. Dazu, also man kann jetzt schon den Erfolg mehr oder weniger halb fertig machen, also das, was halt gerade offen ist. Ne? Du kannst erkunden bis zum Tana-Dschungel, du kannst die Schätze sammeln, du kannst Spinne? Nee, das war nicht das Thema. Ja, man kann die Sicherung Draenors machen, man kann die Schätze sammeln, man kann das alles machen, und was man noch nicht machen kann, ist die drei Fraktionen aus dem Tarn-Dschungel mindestens auf Respekt vollbringen. Ja, und du kannst auch nicht den Tana-Dschungel erkunden, weil das musst du auch noch machen. Du musst auch noch den Story-Questline von Tana-Dschungel machen. Weil das zählt ja nicht dazu. Doch.
Nee, du kannst ja, wenn du deinen Erfolg schon hast, das wird nicht mehr umgehen, weil ich habe ja Lernen von Trainer und deinen Erkundungserfolg schon. Ja, das, ja, gut, dann brauche ich nur die Fraktion. Also wenn sie das wirklich so machen, brauche ich nur noch die Fraktion. Dann bin ich fertig. Ja. Ich dachte, du musst dann auch noch das Erkunden und die Story Quest machen, dass sie den Erfolg halt nochmal anpassen. Glaub nicht, aber wir werden sehen. Würde mich wundern. Na gut, müssen wir halt schauen, wie es da so läuft. Ja. Lernmeister von Tarnanschungel. Genau, irgendwie sowas. Ja, es gibt ja halt diese unterschiedlichen Geschichtsstränge, halt jetzt hier im Frostfeuergrat, weiß ich nicht, den Frostfeuergrat rodeln oder keine Ahnung, wie der Ding heißt. Und es ist ja nur ein Teilerfolg, aber das können sie ja einfach irgendwie dazu patchen oder Ja, wir werden sie sehen. so. Genau. Ja, dann haben wir noch nicht den legendären Ring beleuchtet, aber das hatte ich auch schon öfters mal ein bisschen angefangen in früheren Notes und Besprechungen, aber da können wir jetzt auch noch mal so ein bisschen drauf eingehen. Auf jeden Fall hat sich an dem Ring bisher jetzt nicht so viel geändert. Ich glaube, die Effekte haben sich seitdem sehr geändert, sind jetzt aber, glaube ich, schon mehr oder weniger live. Ist jetzt hier in Englisch und mein Englisch ist nicht so geil. Ah, nee, die Effekte sind gleich geblieben. Es war nur bei unserem ersten Video war genau die Umstellung von dem Random-Effekt, der überspringt, auf diesen, denn es jetzt ist der On-Use-Effekt. Ach ja, stimmt. Awakens the power of all the Savage Hollows worn by you and your allies, increasing damage dealt by 415 seconds. Deutsch. Wir wissen noch nicht genau, was wir so großartig sammeln müssen in dem neuen Raid, aber es wird auf jeden Fall ein bisschen was dazukommen. Denke ich mal, es wird dann das Monument freigeschaltet für die Garnison. Endlich mal. Es ist aber nicht hier das König des grauen Blutes oder glaube ich heißt das Ding. Guldan und Irgendwie, ja. Kaga zusammen sind, sondern ein Ring mehr oder weniger, der rumschwebt. Nicht schade. Ich würde gerne dieses Monument von Khargat und Gul'dan haben. Tja, dazu kommen wir jetzt, denn vielleicht ist 735 noch nicht die Endstufe. Denn Data Miner haben auf den PDR einen Power Infusion Buff gefunden, der den Ring auf 795 anheben soll. Wie das Ganze funktioniert, weiß bisher aber noch niemand. Ja, annehmen tut man, dass man vielleicht irgendwas im Mystischen Only machen kann oder was auch immer. Oder vielleicht geht es nach 6.2 wirklich doch weiter mit Gul'dan. Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall, das Monument würde ich auch gern haben. Irgendwas mit König war das. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt. Könnt Das ihr ja ist vielleicht in auch die leider auch Kommentare schreiben. nicht. Und ja, an den Effekten wird sich dann wahrscheinlich auch nicht mehr so viel ändern. Wie gesagt, zu dem eventuellen 795er weiß man bisher noch nichts. Es ist alles noch ein bisschen Vermutung. Aber ich wäre dafür, dass ihn jeder hat und nicht nur die Progress Mystic Raider. Das wäre irgendwie ganz cool. Aber naja, gut, die Twimbles von Illsinnoth hat ja auch nicht jeder. Ne? Also zum Content. Von daher ist das schon okay, wenn da, weiß ich nicht, Method oder so nur den Ring bekommt oder wer auch immer. Und wir dann eben erst in drei Addons oder so, soll mir ja Latte sein. Überlegen, 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 sonstiges zum Patch 6.2. Nicht mehr wirklich was. Wir haben eigentlich so ziemlich alles durchgekaut. Ich gucke auch gerade noch mal ein bisschen durch, aber ich glaube, wir sind echt so weit durch. Ja, eine gute Stunde haben wir jetzt gebraucht, glaube ich. Es ist auf jeden Fall ziemlich viel gewesen. Ich hoffe und glaube, dass wir nicht viel vergessen haben. Wie schon zwischendurch gesagt, jetzt vielleicht noch mal eine kleine Zusammenfassung gesagt. Ihr müsst auf jeden Fall, wenn ihr aktiv raiden wollt und euch das interessiert, die Schiffswehr freischalten, um in den Tanaan Jungle zu kommen. Wie gesagt, weiß ich bisher noch nicht, wie das genau ist, ob man auch wirklich bis zum Außenposten Volva oder Wolfsheer oder wie es bei der Allianz hieß, Löwenwacht Ja, das sind questen denn nur müsst, 20 Minuten oder was? um raiden zu Dahin. können. Falls es so ist, dauert das im schlimmsten Fall eine Stunde vom Prequest bis dahin. Und ja,
Man wird es dann halt auf jeden Fall sehen. Ich denke aber eher, dass man nur die Schiffswerft bauen muss und einmal kurz rüber segeln muss und das war's. Aber na gut, ich habe keinen Plan. Aber ihr seid auf jeden Fall auf der Safe-Seite, wenn ihr da bis zum Außenposten questet, denke ich. Also macht Das auf jeden das. Fall. Ja, so unser grober Zusammenblick, was wir vom 6.2 halten. Erzähl mal. Was halte ich von 6.2? Der Patch an sich gefällt mir. Gibt natürlich Sachen, die mich jetzt nicht interessieren oder die mich mehr interessieren, wie Raiden und PvP. Da scheidet sich bei mir das Gemüt. Natürlich gibt es Sachen, die hätten sie verbessern können. Oder noch mehr Content. Mehr Content ist immer gut, aber im Prinzip kann man den Patch so stehen lassen. Als letzter Patch, falls sie es wirklich so machen wollen, wird es zu wenig sein. Also wenn das der letzte Patch sein sollte, Ja, dann das. gehört zumindest noch ein Zwischenpatch rein, aber wenn die noch einen Patch machen, dann ist das vollkommen okay. Ja, ich denke mal, dass wir bezüglich 6.3 in dem Falle was zur BlizzCon hören werden, wenn das dann soweit ist, weil Ja. ja, der Patch wird ja jetzt dann bald da releasen, Release-Date. Jetzt krass im Schluss, das ist gerade cool. Ihr müsst es bis zum Ende gucken, damit ihr wisst, wann der Patch Ja, kommt. Yay! Newsletter. Also der Release-Date ist zu 95% der 24. Juni, ein Mittwoch 2015. Außer es passiert noch irgendwas total Behindertes, dann vielleicht auch noch später. Wow. Aber ich denke mal, dass allen Heise Koskas spätestens morgen am 13. Juni ein bisschen was dazu sagen wird und uns das auch nochmal bestätigen wird. Auf jeden Fall, die Arena-Saison ist vorbei, von daher 2 Wochen nachher war immer Release-Date vom Patch. Und deswegen denke ich mal, ist der 24. Juni ein guter Fixtermin. Aber wir werden sehen. Wie gesagt, 95% wird er am 24. Juni kommen, denke ich mal. Was hatte ich vor dem Release-Termin angesprochen? Irgendwie bin ich da jetzt reingesprungen in das Thema. Voll gut, ne? Ja, voll gut. Achso, Ja, über meine den Patch haben Meinung wir geredet. vielleicht. Ja, und deine Meinung. Meine Meinung vielleicht zum Patch, finde ich scheiße, Ja, also der Patch ist komplett scheiße. Ich quitte WoW. Nie mehr mache ich irgendwas. Nee. Nee, heraus. ja, eigentlich bin ich so grob in deiner Meinung. Im Groben und Ganzen bin ich mit dem Patch, so wie er jetzt ist, zufrieden. Auch mit dem Fliegen, muss man dazu sagen, haben sie jetzt auch schon gesagt, dass es nicht direkt mit 6.2 freigeschalten wird, sondern mit 6.2.x. Also wahrscheinlich kurz nach 6.2 irgendwas kommen wird, weiß ich nicht, In 2 wenn ein paar Monaten werden Leute sie es noch auf Tanan oben Dschungel lassen erforscht müssen. haben und so weiter. Entschuldigung. Nee, ich muss mich entschuldigen, ich habe dich unterbrochen. 1, 2 Monate werden sie uns, glaube ich, schon noch am Boden lassen. Das denke ich auch. Solange bis der Großteil mit dem Tarnanjungle fertig ist und dann wird der reingepatcht und dann kannst du dir das Mount freischalten. Instant, mehr oder weniger. Wenn du schon alles hast. Oder ja, du musst das halt wirklich noch mit dem Tarnanjungle machen, aber selbst das hast du in 1, 2 Monaten fertig. Wie gesagt, ich bin vom Patch soweit zufrieden. Es ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, das geht mir völlig auf den Sack. Entschuldigung. Ja, wie schon Gendo gesagt hat, es gibt ein, zwei Dinge, die mich jetzt nicht so interessieren, wo ich jetzt nicht wirklich viel mich be beschäftige. Das sind jetzt zum Beispiel PvP oder auch das ein oder andere Haustiersystem. Klar werde ich mir ein paar Pets besorgen oder auch ein paar Spielzeuge, aber jetzt so das große Farmen werde ich da nicht betreiben. Worauf freue ich mich am meisten? Gute Frage. Der Raid, oder? Ja, schon. Ich fand den Raid halt, wie gesagt, das, was ich gesehen habe, echt sehr, sehr schön. Daher, dass wir halt PvE-Spieler sind und größtenteils in unserer Raid-Gilde sind, es ist klar, dass wir uns darauf halt am meisten freuen. Ich hoffe halt, dass wir da nicht innerhalb von 2 Wochen durchraufekoptern und da fertig sind und dann uns langweilen, sondern dass es halt echt noch ein bisschen Herausforderung ist. Der Raid, haben wir vorhin schon angesprochen, ist relativ abwechslungsreich. Sind ein paar Bosse dabei, die komplett neue Fähigkeiten haben oder halt schon 1000 Jahre alt sind, wie zum Beispiel mit Teufelswaffe, Blutschatten. Zerkorrupten. Bitte?
Ja, Teufelswache Zarkon mit dem Zergen. Da stehe ich Ja. drauf an. Ja gut, Patchwork Fight, ne? Ja. Aber jetzt zum Beispiel Blutschatten mit dem Effekt, dass du dann in den Magen gehst, halt wie bei Seton und Yoxaron, ist halt doch schon etwas älter. Von daher ist es ganz cool, mal wieder sowas zu haben. Ja gut, der Bruder von Cormorg, Cormorg, hört sich gleich an, ne? Hat Ja. mehr oder weniger eigentlich auch dasselbe im Angebot, sieht halt nur anders aus. Aber so, ja, am meisten freue ich mich eigentlich echt auf den Tannendschnabel da ein bisschen rumzueiern. Dann später halt vielleicht echt doch mal zu erkunden von der Luft mit Fliegen. Klar, wenn man es hat, why not nicht nutzen. Und natürlich auf den Raid, ne, was da noch so kommt. Und natürlich auf alles Folgende mal gucken, was uns noch so erwartet. Wir hatten ja schon vor ein paar Wochen, kommt dann auch bald noch das Video, muss ich noch fertig machen. Letzte Woche war das. Ja, ich wollte ja eigentlich noch auf den 13.06. warten dann, in dem Falle. Damit ich da noch die Notes von dem Interview reinknallen kann. Ja. Deswegen würde das, denke ich, mal kurz nach dem hier folgen oder kurz vorher. Muss mal gucken. Jetzt bin ich schon wieder aus dem Thema gekommen. Scheiße. Mach du deine Zusammenfassung. Ja. Soll ich sagen, der Patch an sich ist gut. Das Raiden wird natürlich meine Hauptbeschäftigung sein, weiter mein Gold farmen, wenn ich nicht raide, meine Twinks endlich mal leveln, wenn jetzt kommt dann die Zeit, wo nichts mehr zu tun ist, ausbildungsmäßig, da habe ich dann wieder viel Zeit, da kann ich dann das alles mal machen. Ja. Ja, ich hoffe halt, dass der Patch wirklich ein bisschen hält. Also jetzt gerade so 6.1 oder so, oder ich sag mal auch 6.0, hat halt schon gezeigt, dass der Patch nicht wirklich einen am Spielen hält. Also jetzt gerade mit der Garnison, ne, du musst dich bloß einmal am Tag einloggen. Gerade jetzt zum 6.2 ist es klar, dass die Leute wieder spielen und ein bisschen erkunden und weiß ich nicht, was alles Erfolge machen. Aber ich hoffe halt, dass der Patch auch, ich sag mal, mich wieder ein bisschen an WoW bindet, weil mir war das teilweise echt zu wenig, nur ein, zweimal am Tag in WoW reinzugucken und dann, weiß ich nicht, Filme zu gucken, mit einem Hund rauszugehen oder was auch immer, real-life-mäßig zu machen. Ich kenne die Meinung aus unserer Gilde, dass viele das eigentlich sehr gut fanden, sich nicht so viel um WoW zu kümmern zu müssen, weil die eben gerade eine Real-Life-Phase haben, wo sie nicht so viel raiden können oder wollen. Aber so im Groben und Ganzen würde ich mir das schon irgendwo wünschen, dass ein bisschen mehr kommt, weil gerade für diejenigen, die sich eigentlich wünschen, mehr zocken zu können, da ist halt momentan nicht viel da, außer du bist halt irgendwie noch auf alten Wegen. Da kannst du ja noch ziemlich viel machen, aber ich will halt irgendwie was Neues und da auch dann bleiben. Also momentan gehen sie, denke ich mal, in eine relativ gute Richtung mit dem Tarnanjong. Ich hoffe, dass es sich hält über Wochen und dass es nicht so schnell langweilig wird. Das ist eigentlich so meine größte Hoffnung in den Patch. Ja, meine auch. Und ja, an dem Rest muss man sich dann halt gucken, was noch so kommt. Auch von der Storyline her, vom Raid. Jetzt werde ich mich drüber freuen, was da so drauf kommt. Was ist mit Grommash, was ist mit Gul'dan? Ich meine, wir wissen es schon größtenteils, was passieren wird, aber das dann live zu sehen, ist dann doch noch vielleicht ein bisschen was anderes. Und ja, da werden wir einfach mal gucken, wie es sich entwickelt. Ob man schon in der Hellfire Citadel sehen wird, wie es weitergeht. Bin ich gespannt drauf. Ja, ich auch. Ja, wir sind soweit durch mit den Patch Notes zu 6.2, unserem großen Overview. Ihr könnt gerne vergessene Sachen, eure Anmerkungen, Kommentare in die Beschreibung, in die Beschreibung posten. Ja, schreibt mal was in die Beschreibung. In die Kommentare posten. Ihr könnt natürlich auch gerne liken oder disliken, ist mir eigentlich auf Deutsch gesagt. Latte, Entschuldigung. Disliken vielleicht nicht. Boah, wenn jemand das scheiße findet, why not? Dann aber bitte begründen. Ja, nur mit Begründung, sonst wird es nicht ak akzeptiert. Da Ja, wird der Dislike sonst. gelöscht, da wird man geflaggt. Gibt ja keine Genau. Dislikes. Und ja. Wie gesagt, schreibt einfach eure Meinung dazu. Ich werde ja eh wieder aus dem neuen Raid aufnehmen, die Bosse. Ich denke mal, ich werde auch vielleicht ja, ein bisschen was vom Tannendschungel zeigen. Dann weiß ich nicht, mal gucken, ob ich da wieder ein bisschen aktiver werde von YouTube-Business her. Von der Lore her, wie gesagt, wird sich das herauszeigen, wie es dann in der Höhlenfeuer-Zitadelle abläuft, ob da irgendwas Interessantes, Lückenfüllendes ist, was Wissenwertes ist, was ich machen kann.
Und ansonsten hatte ich das, glaube ich, schon letztens in unserem Trash Talk gesagt, was, wie gesagt, kurz vorher, kurz nachher kommt, dass ja, ich momentan eher der Meinung bin, dass dieses, ja, ich sag mal, alternative Zeitline irgendwie ein bisschen, ja, wasted ist. Also eigentlich ist es völlig Latte, was man da darüber weiß oder nicht, weil es hat nichts mit der offiziellen Storyline zu tun, außer Guldan folgt durchs Portal. Dann ist es wieder interessant, für mich persönlich. Aber, naja, gut. Wir werden Ja. sehen, was da noch rauskommt hier. Genau. Ja, ich kann mich nur wiederholen. Schreibt eure Meinungen, eure Features, worauf freut ihr euch am meisten und so weiter und so fort in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, wir verabschieden uns langsam. Wir haben Vorsonnermond, trotz Pause. Ja. Und ja, wir verabschieden uns langsam. Wünschen euch einen schönen guten Tag, Abend, Nacht, whatever. Tut nicht das, was wir nicht auch tun würden. Mein Name ist Black Coach und. Gehen wir Curry? Ach ja, sein Name ist Kendall. Ja. Oh mein Gott. Das kann sie gleich nochmal machen. Erstmal failen. Ja. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tut ich das, was wir nicht auch tun würden, habe ich, glaube ich, schon gesagt. Und bis dahin, alles Gute. Und tschüss. Servus.